Claire. Gott. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Guck mal hier. Alex, was zur Hölle geht hier ab? Die haben in irrer Frauen festgehalten und ihnen die Haare abgeschnitten oder was? Wie viele sind denn das? 12. Anscheinend hat er die Frauen heimlich beobachtet und fotografiert. Ja, und dann? Was hat er damit ihnen gemacht? Meinst du, der hat sie festgehalten? Alle 12? 13. Warum 13? Ja, das sind 12 Zöpfe, aber guck mal da ganz hinten. Da hängt ein Foto ohne Zopf. Stimmt. Ja, Michael, ich bin's. Wir haben im Keller von einem leerstehenden Haus einen krassen Fund gemacht. Hier hängen überall Fotos von Frauen und abgeschnittene Zöpfe. Ich schick dir die Fotos gleich, ja? Vergleich sie bitte mal mit der vermissten Datei. Ja, ciao. Alex, die meisten Frauen sehen relativ jung aus. Gottes Willen. Alles okay bei euch? Alles okay. Kommt, wir sehen uns doch mal im Haus um. Vielleicht kriegen wir auch raus, wem es gehört. Hast du dich oben schon mal um? Ja. Oh, schau mal hier. Mathe und Physik. Scheint alles Lehrbücher zu sein. Hä? Hier stehen über die Lösung drin. Die hätte ich mal damals gebrauchen können. Mathe und Physik war ich echt eine Niete. Wer nicht? Karl-Heinz Winter. Aha. Die Räume oben stehen leer. Ich gehe dann mal wieder raus zum Kollegen, der muss sich da alleine mit dem irren Nachbarn rumquälen. Warum irre? Er meint, dass es hier spukt, laut seinem Geisterdetektor. Geisterdetektor? Hat er zu viel Ghostbusters geguckt oder was? Alex, schau mal hier. Ganz viele Bilder. Ja, Michael? Hi, Alex. Also, das Haus gehörte einem Karl-Heinz Winter. Der ist vor 2 Jahren im Alter von 78 Jahren verstorben. Seitdem ist das Haus unbewohnt. Die Kinder, Malte und Ines Winter, haben es geerbt. Und Robert ist schon dabei, die Vermisstendatei bezüglich der Frauen zu durchforsten. Wenn wir was Neues haben, melden wir uns bei euch. Alles klar, bis nachher. Leck mich am Arsch. Also, ich glaube nicht an Geister und ich bin erst recht nicht abergläubisch, aber wenn es irgendwo spukt, dann hier. Apropos, lass uns mal mit dem Geisterjäger reden. Ich habe was gefunden und deswegen schlägt mein Detektor an. Das sehen Sie doch hier. Sie können also uns das ja noch mal erklären. Wir sind von der Kripo. Mein Kollege Herr Stehler, Rietz. Hallo. Krause mein Name, Anton Krause. Ich bin der Nachbar von gegenüber. Dort ist mein Haus, sehen Sie? Ja, und Sie haben festgestellt, dass hier irgendwas nicht stimmt? Ja. Mit Hilfe meines EMF-Messgeräts. Was ist denn ein EMF-Messgerät, wenn ich fragen darf? Damit kann man paranormale Aktivitäten messen. Einfach gesagt ist das ein sogenannter Geisterdetektor. Da müssen Sie gar nicht lachen. Entschuldigung. Ich habe am Anfang auch nicht an Geister geglaubt. Aber in den letzten 1,5 Jahren, wissen Sie, das sind merkwürdige Dinge, um nicht zu sagen, sehr merkwürdige Dinge im Haus der Winters passiert. Was denn zum Beispiel? Also angefangen hat es damit, dass ich Licht gesehen habe, was immer wieder an- und ausgeschaltet wurde. Dabei ist der Strom doch längst abgeschalten. Und dann dieses gespenstische Wimmern und ein Klirren wie von Metall. Waren Sie denn mal im Haus drin gewesen und haben nachgesehen, was das war? Na, im Haus geht ja nicht, ist ja alles verschlossen. Am Haus war ich natürlich, hab gehorcht, bin drum herum gegangen. Und jedes Mal, wenn ich da war, war es plötzlich totenstill. Und das ein paar Mal. Hm. Wenn Sie mich fragen, dann ist das ja der Geist von Karl-Heinz Winter, der keine Ruhe finden kann und in diesem Haus spukt. Der ist doch so grausam ums Leben gekommen damals. Wieso? Wie sind wir ums Leben gekommen? Der ist doch die Treppe runtergestürzt. Keiner hat ihn gefunden. Tagelang musste er da gelegen haben.
Ich habe ja gleich gewusst, dass da was nicht stimmt, aber mich hat man nur ausgelacht. Und dann habe ich mir den hier gekauft. Und heute haben Sie wieder was bemerkt, ja? Ja, ich habe den Müll rausgebracht und hatte plötzlich das Gefühl, dass in dem Haus jemand wäre. Ich also zurück, den Detektor geholt und wieder rüber. Und je näher ich komme, desto lauter wurde das Signal. Da bin ich sofort wieder zurück und habe Sie angerufen. Mhm. Über Notruf wurde ein Einbrecher gemeldet und deswegen haben wir das übernommen, hier die Tür aufgebrochen und haben dabei den Keller entdeckt. Okay. Ja, also Fakt ist, dass jemand im Haus war. Es war kein Geist. Vermutlich. Ja, auf jeden Fall jemand, mit dem wir dringend reden müssen. Könnt ihr euch bei den anderen Nachbarn noch mal umhören? Vielleicht hat ja noch jemand was mitbekommen. Ja, können wir machen. Es war sehr aufmerksam, vielen Dank. Aufmerksam, haben Sie es gehört? Und wenn Sie hier wieder mal was feststellen, dann melden Sie sich ruhig direkt bei mir. Aber halten Sie sich vom Haus fern, okay? Wiederschauen. Vielen Dank. Wiedersehen. Ade. Ja, gut, dann warten wir mal auf die Spurensicherung. Und wenn die da sind, fahre ich zu den Jungs ins Büro. Ich glaube, die brauchen Unterstützung. Ja. Malte Winter, ist das der Sohn? Ja, ich habe ihm gerade auf die Mailbox gesprochen. Er und seine Schwester haben das Haus geerbt und sind deswegen im Streit. Ines Winter wohnt im Ausland, möchte das Haus verkaufen. Malte Winter wohnt in München und möchte das Haus nicht verkaufen. Tja, vielleicht will er das behalten, weil das seine Trophäen dort im Keller sind. Was wissen wir denn noch über den? Ja, nicht viel. Er ist Lehrer wie sein Vater. Ledig, nicht vorbestraft. Die Frauen leben. In den letzten anderthalb Jahren gab es 11 Strafanzeigen gegen Unbekannt hier im Raum München. Der Täter hat die Frauen von hinten angegriffen und mit einem Messer bedroht. Er war dunkel gekleidet, hat ihnen den Zopf abgeschnitten und ist danach abgehauen. Nur 11? Da hängen Fotos von 13 Frauen. Ja, ich habe den Fotos mal die Namen von den Strafanzeigen zugeordnet. Hier. Die beiden Frauen, die konnten nicht identifiziert werden. Also da hingen 13 Fotos, aber nur 12 Zöpfe. Ja, ein Zopf fehlt. Das ist wahrscheinlich sein nächstes Opfer. Das würde aber bedeuten, er beobachtet die Frau und wartet auf den richtigen Zeitpunkt zuzuschlagen. Ach, Philipp. Junge, was gibt's? Ich habe Neuigkeiten. Wir haben eine Leiche gefunden. Schau mal selbst. Die Spurensicherung hat ihr eigenes zu tun, die kümmern sich jetzt darum. Ich werde veranlassen, dass die Überreste in die Gerichtsmedizin gebracht werden. Vielleicht ist ja die DNA registriert. Das ist meine Haus, ich wurde gerufen, dass jetzt. Wartet mal. Ich melde mich später wieder. Okay. Das ist mein Haus, darf ich bitte vorbei? Sie dürfen nicht durch, das ist ein Tatort. Alles gut, alles gut. Malte Winter? Ja. Stehler von der Kripo. Liegt da etwa eine Leiche? Ja, wir haben eine Leiche gefunden, aber es ist nicht alles. Wir haben im Keller ihres Elternhauses abgeschnittene Zöpfe und Fotos von jungen Frauen gefunden. Und mindestens eine Person wurde hier festgehalten und eingesperrt. Also meine Frage, wann waren Sie das letzte Mal hier? Ich war mindestens ein Jahr nicht mehr da. Es schmerzt mich zu sehen, wie mein Elternhaus mehr und mehr zerfällt. Als Sie das letzte Mal hier waren Sie da im Keller? Nein. Was mit Ihrer Schwester? Wann war die das letzte Mal hier? Ines? Ines ist das alles hier egal. Die wohnt seit Jahren in Frankreich und würde sich am liebsten das Haus verscherbeln und eine Ferienwohnung am Atlantik kaufen. Und wie sehen Sie das mit dem Haus? Ich wollte es renovieren, aber dazu fehlt mir das Geld und ich müsste meine Schwester ausbezahlen. Verstehe. Wissen Sie schon, wer das ist? Bei dem Opfer handelt es sich um eine Studentin, Lissy Schulz, 21 Jahre alt. Wurde vor 4 Monaten als vermisst gemeldet. Sie war auf dem Weg von der Uni zu ihrem Freund, kam dort aber nie an. Zumindest haben wir im Garten keine weitere Leiche gefunden. Das heißt, die unbekannte Frau könnte noch leben. Aber sie könnte zum nächsten Opfer werden, wenn wir den Täter nicht bald finden. Hallo. Morgen, Sandra. Gut, dass du da bist. Wir brauchen dringend ein Täterprofil. Es handelt sich um einen sogenannten gehemmten Sexualtäter. Das ist jemand, der seine Sexualität jahrelang nicht auf normalem Wege ausleben konnte. Das heißt, er hat vielleicht irgendein körperliches Problem, sei es jetzt eine Impotenz oder eine körperliche Behinderung. Und die langen, blonden Haare spielen ja bei ihm eine ganz besondere Rolle. Er sucht sich ja nur Frauen aus, die diese langen, blonden Haare haben. Und indem er sie dann abschneidet, demonstriert er seine Macht. Das ist sein Triumph. Ja, aber das Abschneiden der Haare hat ihm nicht mehr gereicht. Die Studentin hat er entführt und in das Haus verbracht. Meinst du, er hat sie vergewaltigt? Schwer zu sagen. Was sagt denn die Gerichtsmedizin?
Ja, aufgrund der langen Liegezeit der Leiche konnte man es nicht mehr genau sagen. Heißt aber auch, es ist möglich. Das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können, sie verstarb an einer Kopfverletzung. Ja. Jetzt machen wir uns natürlich große Sorgen um die Frau, die wir noch nicht identifizieren konnten. Wir gehen davon aus, dass sie sein nächstes Opfer sein könnte. Die Sorge ist mehr als berechtigt. Ich habe mir die Aussagen der 11 Frauen angesehen. Alle geben übereinstimmend an, dass er ihnen von hinten ins Ohr geflüstert hat, wenn du dich umdrehst, bringe ich dich um. Ja, dann hat er den Zopf abgeschnitten und ist weggelaufen. Keine der Frauen hat sein Gesicht gesehen. Wir haben auch nur eine ganz vage Täterbeschreibung. Die Frauen haben gesagt, er war so 1,80 bis 1,85 groß und hat Deutsch gesprochen. Eine der Frauen, Anna Seidel, hier, die hier, hat angegeben, dass er lispelt, war sich im Nachhinein aber nicht mehr ganz sicher. Alles nicht sehr hilfreich. Nein. Ja. Ja, Herr Krause. Ein Geist. Ja, warten Sie, ja, wir kommen gleich. Tschüss. Der Nachbar hat schon wieder irgendwas am Haus gesehen. Ich fahre da mit Philipp hin. Alles klar.